würden meine absolut schlimmsten Charakterzeuge überhand nehmen und die Andrea-Herrschaft an sich reissen, dann wäre ich ein Cruella de Vil aus dem Film 101 Dalmatiner. Das Beiste mir wäre absolut rücksichtslos, habgierig und durch und durch treiben. Ich würde alles nehmen und besitzen wollen und überhaupt nichts abgeben. Es wäre mir völlig egal, ob der Nachbar nebendran verhungern wäre. Ich wäre also ein absolutes Höllenweib und man könnte mich nur hassen. Durch das Album und durch das wir uns die Geschichte des Protagonisten weiter überlegt haben, habe ich mich auch mit meinen schlimmsten Charakterzeugen auseinandergesetzt. Und ich musste feststellen, dass jeder Mensch zu schlimmem fähig ist. Diese Vorstellung finde ich irgendwie beängstigend, aber auch sehr faszinierend. Das gleiche auch mit den schönsten Charakterzeugen von mir. Hätten wir nur das eine oder das andere, wäre das ja auch ganz schön langweilig. Ein Mittelmass erleichtert einem noch manches. Ich würde allen helfen, weil ich das Wohl der anderen über mein eigenes stellen würde. Ich würde mich vollkommen am Nutzen für die Welt hingeben und überall meine Fröhlichkeit verstreuen. Streit käme mir überhaupt nicht in Frage. Vergleichbar wäre ich mit einem Hippie. Jeder für jeden und Frieden ist das oberste Gebot. Ich würde für alle immer und überall singen, weil jeder davon etwas haben soll. Es soll allen gut gehen. Ich bin eine sehr fröhliche, aufgestellte Person, die sehr stark und selbstsicher wirkt. Trotzdem zweifle ich manchmal an mir. Leid, Hass und Ungerechtigkeiten, das tut mir in der Seele innen ganz fest weh. Ich fühle mich geerdet, wenn ich Metal singe, weil es positive wie auch negative Eigenschaften von mir verbindet. Ich kann meinen Körper kontrollieren und meine Stimme. Und das wiederum gibt mir das Gefühl von Selbstsicherheit und dass ich in der Welt etwas Gutes bewirken kann. Ich habe das Gefühl, ich kann dann richtig die Leute mitreissen und begeistern. Ich könnte da noch ganz viel erzählen. Aber ich glaube, du erkennst den Kampf um die Ausgleichheit von dem himmlischen und dem höllischen Wesen sehr gut. Das zu verbinden, können mit Disziplin daran arbeiten, die positiven Eigenschaften von beiden Seiten rauszufiltern, ist unglaublich schwer. Aber ich glaube, du kannst das selber auch von dir, oder? Jetzt nimmt es mich Wunder, wie du den inneren Kampf um die Ausgleichheit von deiner positiven und negativen Seite empfindest. Schreib mir doch da unten einen Kommentar und erzähl mir deine innere Geschichte.